Es ist kurz nach 10:30. Die immer lauter werdenden Kirchenglocken der Stadt erinnern an den Zeitpunkt vor genau 70 Jahren, als sich englische und amerikanische Bomber der Spitzenstadt näherten, um hier ihre tödliche Fracht abzuwerfen. Etwa 900 Menschen verloren am späten Abend des 10. April ihr Leben. Die Stadt wurde nahezu in Schutt und Asche gelegt. Diejenigen, die den Angriff miterleben mussten, tragen die Erinnerung stets bei sich. An diesem Abend jedoch ist sie noch stärker als sonst. Hier und da hört man sie flüstern. Es fühle sich so an, als sei es gestern gewesen. Der Moment, wo die Bomben bedrohlich näher kamen, in einer Reihe auf einen zukommen, das ist ein Moment, wo man, ich weiß nicht, entweder abschalten kann oder auf irgendetwas hoffen kann. Schon wenn das losging mit dem Heulen der Sirenen und also, ja, das war schon wirklich also ganz beengt und bedrückend. Une vie brune verte, pas une vie, un tumulte. Die Angriffe galten vor allem der noch existierenden Rüstungsindustrie. In Plauen war es vor allem die Vomag mit ihrer Panzerproduktion. Dort arbeitete auch der Vater von Corinne Doré als Zwangsarbeiter. Seine Erlebnisse erzählt die französische Musikerin auf ihre Art und Weise weiter. Er hat die Angriffe miterlebt. Also als Zwangsarbeiter musste er sogar auch die Trümmer aufräumen, die Körper der Verletzten oder der Toten rausholen. Also er hat, ich glaube, alle Bombardierungen in Plauen miterlebt und überlebt. Den Menschen, die diesen Tag nicht überlebten, wird seit Jahren auf dem Hauptfriedhof gedacht. Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer wird während der stillen Kranzniederlegung sagen, dass es der wohl schwärzeste Tag in der fast 900-jährigen Stadtgeschichte war, der Narben hinterlassen hat, die bis heute noch erkennbar sind. Gerade deshalb sei es wichtig zu mahnen, vor allem in einer Zeit, wo in vielen Ländern der Welt Krieg herrsche. Wir mahnen vor allen Dingen deswegen, um also auch der jungen und zukünftigen Generation zu zeigen, dass man alles dafür tun muss, demokratische Strukturen erhalten, Frieden zu den Nachbarländern herstellen muss, um Krieg hier in Mitteleuropa, hier in Deutschland auf alle Zeit zu verbannen. Unweit des Hauptfriedhofes in der Neuapostolischen Kirche wird den Toten auf musikalische Art gedacht, mit dem Mozart-Requiem, aufgeführt vom Zentralorchester sowie dem Zentralchor der Neuapostolischen Kirche Sachsen-Thüringen. Mozart hat dieses Requiem, also eine Totenmesse, im Sterben geschrieben, hat es selbst nicht vollendet, also eine ergreifende Situation, die also zu diesem Tag heute passt. Und nicht zuletzt denken wir, dass auch diese Musik ganz einfach so wie sie ist, zum heutigen Tag wunderbar gepasst hat. Sie sollte ja eine Brücke zu den Menschen sein, die damals in großer Not waren. Dem Anlass angemessene Töne auch in der Johanneskirche. Während der zentralen Gedenkveranstaltung der Stadt spielt das Philharmonische Orchester des Theaters Plauen-Zwickau Werke von Johann Sebastian Bach und Antonín Dvořák. Der tschechische Komponist verfasste einst 10 biblische Lieder als Trauerarbeit über den Tod seines Freundes und seines Vaters. Lieder, die an diesem 10. April auch wegen der Stimme Sonja Westermanns ihre Wirkung nicht verfehlten. Gott habe Dank, dass das Gott sei Dank bei uns nicht mehr ist. Woanders ist es ja auch schon immer wieder schlimm mit. Ne? Kann man nur beten und hoffen,
dass wir sowas nicht wieder erleben. Ne? Das ist eine Sache, die wirklich nicht sein müsste, nicht sein sollte. Und da müssen wir uns darauf anstrengen, dass das nicht wiederkommt, dass das nicht wieder passiert. Dona nobis pacem, dona.